Du hörst den Podcast Lass dich nicht abzocken. Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Lindwig. Hallo, hier ist wieder Holger mit einem ganz spannenden Thema, nämlich die 10 häufigsten Fehler beim Vermögensaufbau. Ich habe aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit in den Bereichen der Finanzdienstleistungs mir mal 10 Punkte zusammengeschrieben, die ich halt in der Praxis kennengelernt habe. Natürlich habe ich hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auch die Reihenfolge ist einfach willkürlich gewählt. Wichtig ist, es soll dich darauf hinweisen, dir Tipps geben nach dem Motto, kann das sein, dass ich das auch mache? Und meistens ist es so, wenn das Problem erst erkannt ist, ist es schon fast beseitigt. Also lass dich überraschen, welche Sachen häufig falsch gemacht worden sind, die ich festgestellt habe in meinem Beratungsalltag und wie du damit umgehen kannst und es für dich verbessern kannst. Der erste Punkt, ich habe noch Zeit. Sehr, sehr oft wird mir das in der Beratung genannt. Herr Lindwig, ich habe doch Zeit genug, lieber Holger. Ich muss doch zuerst einmal im Prinzip meine Miete zahlen, mein Auto bezahlen, meine Versicherung bezahlen. Urlaub, die Familie ist noch da, ich möchte mal mit Freunden essen und trinken gehen, das alles muss da bezahlt werden und ich bin doch Berufsanfänger, ich habe da erst gerade angefangen, meinen Beruf, das erste Geld zu verdienen. Ja, das ist richtig, aber wenn du erst abwartest, ob was übrig bleibt, dann wirst du eins nicht schaffen, nämlich den Faktor Zeit für dich einzusetzen. Denn Zeit und den vollen Zins, den du mit deiner Anlage, mit deinem Sparen, mit deinem Investieren machst, sorgt dafür, dass du im Alter einen anständigen Vermögensaufbau betrieben hast. Punkt Nummer 2, ich investiere das, was am Monatsende übrig bleibt. Holger, ich warte erstmal ab, wenn ich alles jetzt bezahlt habe, was am Monatsende übrig ist. Und dann sehe ich ja, wie ich mit dem Geld ausgekommen bin und dann gucken wir mal und dann kann ich etwas sparen. Falsch. Achtung, bezahle dich zuerst, man spart von oben. Was meine ich damit? Wenn du beispielsweise 3.000 Euro netto verdienst, geh hin, leg eine bestimmte Sparsumme für dich fest, als Beispiel 10% des Geldes, was du verdienst, das sind 300 Euro und mach das mit einem Dauerauftrag in eine Sparanlage, investiere dieses Geld. Denn mit den 2.700 Euro, die du dann noch übrig hast, wirst du sehen, kannst du dann deine normalen Ausgaben auch bestreiten. Das hat einfach mit Disziplin zu tun. Ich selbst verfolge das schon mit meinem Mandanten seit sehr, sehr vielen Jahren, sehr, sehr erfolgreich. Und das ist ein ganz probater Tipp. Auch du kannst es umsetzen. Und das Interessante ist, wenn du eine Gehaltserhöhung hast und du bist selbstständig, hast einen Mehrgewinn, dann geh hin, 50% des Mehrgeldes investiere, spare auf die Überkante, bezahle dich da zuerst, mach Zwangssparen mit einem Dauerauftrag. Der Vorteil ist, deine Sparquote erhöht sich, du schaffst weiteres Vermögen und du hast dich noch gar nicht gewöhnt, dass das Geld auf deinem Konto ankommt und du es für Konsum ausgeben kannst. Denn oft ist es doch so, man verdient mehr Geld, was macht man? Das größere Auto, die größere Wohnung, die schöneren Klamotten, die schöne, tolle Uhr beispielsweise, ein tolles Geschenk für den Partner und. Das vermeidest du durch diesen kleinen Trick. Also mehr Verdienst, mehr Gewinn für den Selbstständigen. 50% spar sofort weg, die anderen 50% verteilst du in deine Konsumtöpfe. Punkt 3, kein Finanzwissen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Viele Menschen draußen haben von Finanzen keine Ahnung. Wie auch, es wird in der Schule nicht gelehrt, im Studium nicht gelehrt. Ich selbst beispielsweise habe Betriebswirtschaftslehre studiert, schon Steuerlehre, Steuerrecht, Wirtschaftsprüfung. Da haben wir noch nicht gelernt, mit Geld umzugehen. Wie baue ich meine Konten auf? In was investiere ich? Wie verhandle ich mit Banken? Wie erkenne ich, ob mein Berater gut ist? Ob mein Berater, den ich gerade habe, es für sich gut meint oder für mein Geld gut meint. Das sind doch alles Dinge, die wir nicht gelernt haben. Deshalb, kein Finanzwissen ist eigentlich der größte Feind einer guten Geldanlage. Punkt 4. Gier frisst Hirn. Emotio schlägt Ratio. Ja, Gier frisst Hirn. Sehr, sehr oft, gerade auch bei Menschen, die sehr spät anfangen zu sparen, die auf einmal merken, ups,
ich muss ja mal langsam Gas geben, ich muss ein bisschen Vermögensaufbau betreiben, denken dann, da mache ich mal die schnelle Geldnummer. Aber leider ist das so, schnelles Geld ist aber sehr schnell wieder weg. Es gibt keine Zinsen, die im Prinzip super hoch sind, ohne einem entsprechenden Risiko, das dem Ganzen gegenübersteht. Also, Emotio schlägt Ratio. Es kann nicht sein, dass das Gefühl, ach, ich kann hier schnell reich werden, hört sich doch gut an, ist ein guter Freund, Bekannter oder der Banker, der wird schon wissen, wovon er redet, ist eine tolle Anlage, das mache ich mal schnell. Nein, die Ratio, sprich Zahlen, Daten, Fakten. Du musst das, was du machst, verstehen. Du musst wissen, worum es geht. Du musst das Produkt verstehen. Und du solltest auch wissen, was der Verkäufer, der Produktgeber für eine Motivation hat, wie er sein Geld verdient und warum er dir etwas empfiehlt. Wo liegen die Vorteile, wo liegen die Nachteile? Ganz, ganz wichtig, man entscheidet immer rational. Die Emotionen haben hier nichts zu suchen. Punkt Nummer 5. Es gibt keine Strategie und auch kein Ziel. Was meine ich damit? Ein Ziel heißt, ich möchte beispielsweise mit so und so vielen Jahren in Rente gehen. Bis dahin brauche ich ein Kapital von X in der Höhe, damit ich mir das und das als Lebensstandard leisten kann. Also heißt, beschäftige dich mit deinen Zahlen. Was brauche ich? Auch im Alter wirst du viel konsumieren wollen. Gerade im Alter. Wir sehen die Alten, es gibt die junggebliebenen Alten, die wollen auch, wenn man nicht mehr aktiv arbeitet, will man trotzdem einen hohen Konsum haben, schöne Reisen machen, schön essen, trinken gehen, schön wohnen, tolles Auto fahren und so weiter. Es ist ganz wichtig, sich heute schon ein frühzeitiges Ziel zu setzen, denn nur wenn du ein Ziel hast, kannst du eine Strategie dir überlegen, wie kommst du an dieses Ziel hin. Das fängt dann damit an, was, wie viel spare ich wo rein. Wenn ich von Sparen rede, meine ich natürlich auch immer investieren. Dann das Thema die falschen Ratgeber. Punkt 6 habe ich auch schon mal in den anderen Punkten, kam das schon mal kurz vor. Die falschen Ratgeber, wer sind denn meine Ratgeber? Woher beziehe ich meine Informationen? Gehe ich zur nächstbesten Bank? Habe ich irgendwie einen Bekannten, der sagt, hey, ich bin jetzt in einem Finanzverdienstleistungsvertrieb, wir haben die ganz tollen Sachen und so weiter und so fort. Wir können dir die dollsten Sachen anbieten und so weiter. Nein, vertraue nicht jedem einfach so, nur weil du nett findest, sondern prüfe jede Person, jedes Institut, jeden Strukturvertrieb und jedes Produkt auf Qualität und auf Wahrheit und Ehrlichkeit. Denn oft sind Produkte, die angeboten werden, sehr, sehr überteuert, es sind überhöhte Kosten drin oder das Geld geht gar nicht in die Quellen rein. Man denkt an irgendwelche Abzockerprodukte, wo man das ein oder andere Mal in der Zeitung liest. Ach, da ist wieder irgendwie ein Laden pleite gegangen, an dem sich viele, viele Investoren beteiligt haben. Jetzt aktuell fällt mir das Beispiel an P&R Container. Das würden viele Anleger besser verdienen, aber auch Leute, die ihre hart erspartes Geld dort investiert haben in eine Münchner Firma, die seit 15 Jahren auf dem Markt ist. Die hat gesagt, wir vermieten Schiffscontainer, du kannst einen Schiffscontainer kaufen und du bekommst eine Mieteinnahme. Und was hat sich herausgestellt? Es ist nichts anderes als ein Schneeballsystem. Diese Firma musste jetzt Insolvenz anmelden. Ich selbst habe immer vor gewarnt, eine solche Beteiligung zu machen, weil mir das immer komisch vorkam, weil jedes Jahr eine konstante Wert zu erwirtschaften und auszuschütten, das geht nicht, weil es gibt immer Auf und Abs im Wirtschaftsleben und mit Kontinuität deutet sehr, sehr oft auf ein Schneeballsystem hin. Leider hatte ich in dem Falle recht. Also such dir deine Ratgeber genau an und denke immer an einen Satz, den haben wir als Kinder schon gelernt, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Das ist doch klar, wenn ein Banker dir etwas anbietet, der denkt ja nicht an dich, der Banker muss seinem Arbeitgeber und den Aktionären der Banken ein gutes Ergebnis präsentieren. Also hat er Vorgaben, was er zu verkaufen hat. Achte mal drauf, welcher Berater dir was anbietet. Und du wirst sehr oft erkennen, dass bestimmte Anbieter nur Hausprodukte, firmeneigene Produkte anbieten. Da ist keine freie Auswahl möglich dessen, was der Markt in der Lage ist, dir zu bieten. Punkt Nummer 7 der häufigsten Fehler. Die Inflation ist nicht berücksichtigt. Ja, Inflation, das hat der ein oder andere schon gehört. Von wem erfahren wir Inflation? Naja, vom Nachrichtensprecher abends in der Tagesschau heißt das doch um 20 Uhr. Die Inflation in Deutschland beträgt momentan wieder 2%. Was heißt denn das?
Da ist ein Warenkorb da und da gibt es eine Statistik, wie dieser Warenkorb sich vom Preis her verändert hat. Das heißt, inwiefern diese Waren, die in dem Korb abgebildet worden sind, teurer geworden sind. Und das ist eine sogenannte Inflationsrate. Ein Beispiel: Wenn eine Inflation von 2% pro Jahr vorhanden ist, wirst du in 25 Jahren für dein Geld nur noch die Hälfte des Produktes bekommen. Oder du musst das Doppelte für das Produkt bezahlen. Ein Beispiel: Wenn eine Tasse Kaffee heutzutage 2,50 Euro kostet, die du draus dem Kaffee trinkst, wird diese Tasse in 25 Jahren bei 2% Inflation gestiegen sein, dass der gleiche Kaffee, gleiche Inhaltsmenge auf einmal 5 Euro kostet, oder für die 2,50 Euro bekommst du die Tasse nur noch halb voll gemacht. Das heißt, die Kaufkraft deines Geldes ist nicht mehr vorhanden. Was bedeutet das denn für deine Altersvorsorge? Für deine Altersvorsorge bedeutet es, dass wenn du kalkulierst, ich brauche 3.000 Euro Rente, um Miete, Essen, Trinken, Urlaub, ein paar Versicherungen zu bezahlen etc., sind, wenn du in Rente gehst in 30, 35, 40 Jahren oder in 20 Jahren, sind doch nicht mehr 3.000 von der Kaufkraft. Du brauchst dann eigentlich eher 4.000 Euro, 5.000 Euro, 6.000 Euro, je nachdem, wann du in Rente gehst, wie viel Laufzeit heute noch vorhanden ist, bis du 67, wenn wir das als Rentenalter unterstellen, ansetzen würde. Dann Punkt 8, die Lebenserwartung ist zu gering angesetzt. Was wir immer wieder feststellen, wir Menschen werden älter. Auch dank der Medizin werden Menschen immer länger am Leben erhalten. Es gibt Pflegeeinrichtungen, wo Leute nicht so schnell zu Tode gepflegt werden, sondern am Leben erhalten bleiben, aufgrund dessen auch noch ein ganz hohes Alter erreichen können. Menschen werden immer älter. Das heißt, je nachdem, wie du deine Altersvorsorge aufgebaut hast, kann es sein, dass ein Kapitalstock, ein Sparschweinchen, das du dir angeschafft hast, sehr, sehr, sehr schnell leer ist, weil es vielleicht nur bis zu deinem 85. Lebensjahr reicht, aber du vielleicht 90 oder 95 Jahre alt wirst. Also ist auch das in der Planung immer mit zu berücksichtigen, was ist, wenn ich älter werde, als meine Statistik mir vorgibt. Übrigens, was sagt die Statistik ungefähr? Wir Jungs werden so je nachdem, welche Statistik man nimmt, so um die 82 Euro, die Mädchen werden so um 85 Euro. Dann kommt der Sensemann, der Tod mit der Sense in der Hand, macht einem das Angebot auf Ableben. Wenn du dann im Prinzip mitgehst und verstirbst, dann ist es okay. Aber solltest du länger leben und du hast keine Kapitalrücklagen oder lebenslange Renten beispielsweise, dann kann es sehr, sehr, sehr dünn werden. Punkt 9. Auch Rentner zahlen Steuern. Also in den letzten Tagen ist wieder durch die Presse gegangen, dass viele Rentner jetzt in die Besteuerung reinrutschen. Die waren früher, im Prinzip mussten sie ihre Rente nicht versteuern, aber es gibt ein neues Steuersystem. Das Finanzamt, das Amt für moderne Christenverfolgung nenne ich es ganz gerne. Bei dem werden wir alle immer mehr und mehr gute Kunden. Selbst im Alter zahlen wir als Rentner auf Renten, die wir bekommen, staatliche Renten oder aus Versicherungsgesellschaften Renten, die wir bekommen, oder auch aus Kapitalerträgen, aus Mieten, die wir einnahmen, immer Steuern. Und das muss natürlich von dem, was du als Wert dir geplant hast, den du haben musst, wir hatten eben bei einem Punkt zuvor gesprochen von 3.000 Euro als Beispiel, die müssen netto da sein. Und je nachdem, wie viel Steuern du bezahlst, brauchst du vor Steuern schon 4.000 Euro als Beispiel. Also, das muss eingeplant werden. Punkt 10, ja, das Leben spielt manchmal anders, als man sich das vorstellt. Nämlich lebensverändernde Einschläge werden nicht berücksichtigt. Was meine ich damit? Ja, da ist das Thema Scheidung, das Thema Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit, Krankheit oder der Partner verstirbt gar und man hat nur noch die halbe Rente. Das sind alles Dinge, die in der Regel nicht eingeplant werden in den Vermögensaufbau. Da ist ein Paar, das sagt, wir beide verdienen fleißig Geld, wir bauen zusammen unser Leben auf, wir leben zusammen, bauen unser Vermögen, bauen wir zusammen auf mit dem, was wir verdienen, auf die hohe Kante gelegt haben. Aber was ist, wenn eine Scheidung passiert? Dann ist auf einmal nur noch die Hälfte an Geld da. Oder nachdem wie das Geld verteilt wird, für den einen sogar weniger als die Hälfte. Was ist, wenn Arbeitslosigkeit droht oder vorhanden ist, oder wenn einer selbstständig ist, die Geschäfte laufen nicht so gut, es kann nicht so viel auf die hohe Kante gelegt werden, es kann kein Vermögensaufbau gemacht werden. Was ist, wenn Krankheit, Berufsunfähigkeit oder gar Berufsunfähigkeit droht oder da ein Pflegefall da ist?
Das bedeutet, dass nicht so viel auf die hohe Kante gelegt werden kann, wie man es in guten Zeiten machen kann. Dafür gibt es natürlich Risikoabsicherungen und Tipps und Tricks, die man hier zu beachten hat. Das war der Punkt 10. Wie ihr nun seht, 10 Punkte, die 10 häufigsten Fehler, da ist bestimmt für den einen oder anderen was dabei, wo er sagt, ach cool, den Tipp kann ich gut gebrauchen, das werde ich in meinen Überlegungen mit einfließen lassen, werde diese Fehler nicht machen. Dabei wünsche ich dir alles, alles Gute und denk immer dran, Finanzen, Leben, Planen und Lernen. Euer Holger. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, so schick mir gerne eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes und ich bitte dich auch, wenn dir das Ganze gefallen hat, mir eine positive Bewertung abzugeben. Empfiehl es auch Freunden und Bekannten weiter. Du kannst diesen Podcast auch teilen, sodass auch andere Leute in den Genuss kommen dieser Informationen und da auch ihr Finanzwissen aufbauen können und auch viele Fehler vermeiden und viele, viele Dinge immer mehr und mehr richtig machen. Das ist mein Ansinnen. Wenn du mir sogar eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt, eine 5-Sterne-Bewertung wäre super, denn alles unter 5 Sterne zählt nicht, damit ich immer wieder in den Podcast sehr weit oben gelistet werde und mir sogar eine Rezension schreibst, eine positive Rezension, da würde ich mich besonders drüber freuen, denn das ist deine Anerkennung für das, was ich hier für dich mache. Hast du Themen, Anregungen, Wünsche und Fragen, lass es mich wissen, ich nehme das gerne auf. Dein Holger.